Und damit hallo und herzlich willkommen, Radio Gemaus, zurück in Alien Isolation. Hier habe ich zuletzt gespeichert und wir sollen jetzt Alex folgen, der hier gerade noch in den Schacht rumhockt. Folgen wir dem mal ganz unauffällig. Ja, hallo. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Okay. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Alles klar. Finde den Schachteingang. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen irgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Alles klar. Axel. Haben gefunden. Ich komme hier. Das ging ja schnell. Komm angerannt. Ist überhaupt nicht dunkel hier. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Sagst du? So. Alter. Nee, ich hab gedacht, wir hätten das gerade alles voll. Sah so aus. Los jetzt. Meine. Ja, es bleibt da stehen. Push. Ja, ich bin direkt hinter dir. Mach hin. Hier zu lange aufzuhalten. Ja, und deswegen bleibst du stehen. Ja, ist klar, ist klar. Oh mein Gott. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will. Ich hoffe, ihr habt euch erschrocken. Ich habe mich selbst total erschrocken. Na los. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ja. Es red nicht, ich. Ruhe. Lauf. Ich hab was gehört. Ich auch. Ja, oh, shit. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Was kommt? Nicht, dass der Sauer. Oh, speichern. Folgen Sie mir. Dabei. Speichern, speichern, speichern. Geil. Oh, so schön zu speichern ist. Einfach immer noch das Beste hier im Spiel. Nicht die Taschenlampe anmachen. Halt. Nicht die Taschenlampe an. Was ist der Notfall? An. Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft. Besser. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Die sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden Sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich nicht. Was ist? Finden Sie einen Weg, um die Plünderer abzulenken? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Oh, geil. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Und schnell wieder zurück. Was war das denn? Schnell wieder zurück. Was war das? Schnell zurück. Nur nicht so lange hier aufhalten. Jetzt kann ich die ablenken und umlaufen, oder? War nichts weiter. Dann los, lauf hinter den her. Mach hinne. Oh, scheiße. Hier geht's nicht weiter. Ich stehe auch voll im Licht. Ihr schafft es, das verspreche ich. Rein, rein, rein. Wir rennen ganz langsam. Scheint nicht kaputt zu sein. Bin gar nicht angespannt. Überhaupt nicht angespannt. Wäre hier auch. Er funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht der Sicherheitsmechanismus? Komm, Axel. Vielleicht eine Ratte hat sich verändert. Yo, renn erstmal voll da vorbei. Ist klar, und ich muss schleichen. Ist klar. Boah, ich mag diesen Lift-Effekt. Mega geil. Oh, super ist der. Oh, speichern. Alter, wie oft kann man denn hier speichern? Das gefällt mir, das ist gut.
Wenn man, solange man speichern kann, ist das ja noch gut. Da kann man, ist alles in Ordnung. Wie weit? So. Fast da. Transit ist gleich davor. Oh, Terminal. Hoffentlich ist ihr Schiff auch noch da. Ich liebe diese Terminals, da kann man lesen. Nicht so ganz ihren Erwartungen, wie? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Da war doch noch was. Ich will doch euch natürlich alles zeigen. Wenn überhaupt. Aha, interessant. Oh. Spannend. Ich tanze hier so rum, du. Idiot. Ja, Sir. Ja. Da geht's nicht weiter. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ja, das waren wir selber, glaube ich. Hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Ich war zuerst hier. Wieso muss ich jetzt rumlaufen? Wie dämlich ist das denn? Also wirklich, Mensch. Axel, ey. Ist auch ein bisschen faul. Naja, laufen wir eben rum. Und drück mal hier aufs Knöpfchen. Fertig. Auf drei. Eins, zwei. Vier. Bob. Yo. Scheiße. Scheiße. Ich rette dich. Ich komme schon. Komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl. Geh weg. Bah. Alter, der macht das wirklich. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Holy shit. Aber wo kommt der jetzt her? Der hat uns ja irgendwie umlaufen. Muss ja einen Weg geben von hinten. Krass. Renn. Die haben ihn umgebracht. Ja, bleib nicht stehen, renn. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Das Blut her. Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Was? Ach du Scheiße. Nein, ich bewege mich hier nicht weiter. Hallo? Ist da jemand? Alter. Ist so dunkel hier gerade. Da kann ich nichts machen. Hey, was war das eben, Alter? Oh, krass. So ein Monster oder so. Also wir sind wirklich nicht ganz alleine hier. Oh, Transit rufen. Alles klar. Kommt der? Ja, komm. Alter! Alter, krass. Boah, ich hab voll so Gänsehaut. Alter, wo bleibt der? Ist das der Zug? Ja, da kommt er. Oh, da hinten steht doch einer. Oder? Ne. Mach auf! Mach einfach auf! Oh, rein hier! Sofort rein! Alter! Das Alien verfügt über legende Sinne. Es wird sich schneller entdecken als Menschen oder Androiden.
Sind hinterher alle hinter mir her? Das ist nicht euer Ernst. Kassette? Ich glaube, da geht die Tür auf. Ist gleich hinter mir. Zack, tot. Hallo? Haltestelle für Six and Communication Technology. Ich Technischer Supportdienst und Terminal Exoplanet Solutions. Hallo? Da hinten kann ich speichern. Und ich gehe da mal langsam hin. Was heißt besser? Das System von Sebastopol meldet heute einen guten Service. Okay, einen guten Service. Guck mal auf die Karte, wohin ich muss. Jau. Da steht voll viel drauf. Ah, ich kann so zur Seite gucken, wenn ich speichern. Okay, das ist cool. Ziemlich praktisch. Ich gehe erstmal da hinten lang. Transit kann ich rufen. Guck mich hier erstmal um, bevor ich die rufe. Den kann ich jetzt mal rufen. Jo. Wir wollten doch zur Kommunikation, zur Maschinenplattform. Ah, ich glaube, wir sind hier schon auf. Desk. Ah, ne, da geht's hin. Keine Ahnung. Da kommen wir, glaube ich, nicht rein. Da brauchen wir einen Zugangscode oder so. Sicherheitszugangsgenerator. Was? Was waren das gerade für Geräusche? Wo kommt dieses Sägengeräusch her? Da kann ich mich verstecken. Gut zu wissen, also hier oben hoch, da kann ich mich verstecken. Alles klar. Ich hock ja, ich schleiche auch nur noch lang, ey, das ist echt krass. Hehe. Mein Kumpel. Oh cool, du hast was dabei, danke. Alter. Gut, wenn da hier schon einer rumliegt, sind wir also nicht mehr alleine. Gott. Wir werden noch sehr viel Spaß haben. Was ist das denn da für ein grünes? Grün heißt immer, wir können interagieren, schätze ich mal. Neuverkabelung. Sixen, starten Neuverkabelung. Nutzen Sie die Neuverkabelung und System umliegender Bereiche ein- und auszuschalten. Aha, aha, interessant. Was wollte ich? Alles klar. Ein stabiles System und Lautsprecher. Machen wir einfach mal. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt gemacht haben, aber ist ja auch egal. Da könnten nochmal speichern gleich. Okay, eben nochmal oben lang. Oder. Was ist das denn da? Kann man doch sicher Karte aktualisieren. Ja, sehr gut. Sehr gut. Jo, hat mir nicht wirklich viel gebracht. Hier gibt es nichts. Lass mal Schneider, habe ich auch noch nicht. Ich bewege auch immer den Kopf, um die Ecke zu gucken. Der ist natürlich genau vor mir. Nein, da sind doch welche. Geh auf! Leute, Alter, ich kann nicht rennen! Hier ist jemand! Einfach hier sitzen.
rühre mich nicht mehr vom Fleck. Hey. Ist das krass. Hallo? Allein schon, wenn die Tür aufgeht, ey. Ich bin angespannt. Das gibt's doch gar nicht. Unten ist verschlossen. Alles. Geht doch Schritte, oder nicht? Ich suche. Ah, Inventar voll, alles klar. Kann man doch bestimmt noch was basteln, oder? Jo, sehr gut. Ich glaube, wir benutzen mal eine. So spaßeshalber. Meinst du, wir können es abspielen? Sicher? Machen wir einfach mal. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen, Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich glaube, die sind weggerannt. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, so aus wie eine Mütze. Alter! Ich hab mich erschrocken, ey. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Nein, Datenzelle. Datenzelle ist da vorne. Hopp hier hoch. Vielleicht wollte sie wie wir einfach nur plündern. Willst du es wirklich riskieren? Okay, wir werden und töten. Hier lang, sie war unten. Scheiße. Siehst du was? Oh Gott. Scheiße. Der raus, oder? Ich wollte raus, muss. Keine Ahnung, wo ich jetzt dahin muss. Ich guck mal nochmal auf die Karte. Und jetzt hier, ich glaube, wir könnten auch da lang kommen. Boah, das Spiel ist echt nicht von schlechten Eltern. Naja, hier kommen wir nur ums Eck, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen da rein. Oder wir fahren mit den Zügen. Weiß nicht. Ha. Guck einfach mal. Ist da jemand? Was zum Teufel war? Scheiße! Ich hab jemanden gesehen! Da drüben! Da ist jemand! Schon klasse, ich hab gedacht, die hätten mich nicht gesehen. Nein! Alter! Okay. Okay. Stimmt, wir haben nicht gespeichert, als wir das Ding aufgehoben haben. Müssen wir da nochmal hin. Verdammt. Alles klar, wir wissen ja jetzt, was zu tun ist. Wir gehen da hin, verstecken uns im Lüftungsschacht und gehen zurück. Sammeln das Ding ein und dann gehen wir mal rechts die Treppe hoch. Alles klar, wir laufen hier. Sie entdeckt uns. Sie hat uns entdeckt, alles klar. Jetzt renn doch. Warum ist sie jetzt immer so langsam? Hä? Total creepy. So, jetzt lassen wir die vorbeilaufen. Also ich hoffe, dass die vorbeilaufen. Warte, ich hören wir ja, wenn da die Tür aufgeht, oder?
Hallo? Hallo? Hey, schon wieder erschrocken, hey. Diese Tür ist so laut. Okay. Sind alle. Stimmt, hier muss ich wieder die Sachen mitnehmen, die hier liegen. Oder kann ich wieder mitnehmen? So. Okay, Ausweiskarte. Medikit. Sagen wir jetzt nur so wenig. Ich kann keine neue machen. Verlieren wir etwa die Sachen, wenn wir die benutzen? Beim Speicherstand oder so? Keine Ahnung. Oh. Alter! Schon wieder voll erschrocken. Gott. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Datenzelle finden. Sie kommen jetzt von da oben, ne? Ja, die kommt von da oben. Voll ist ein Lüftungsschacht. Krieg ich jetzt hier zum Lüftungsschacht? Wollt ihr jetzt nach unten gehen? Ich geh jetzt einfach mal hier lang. Huh. Hallo? Was war das gerade? Ich bin irgendwo runtergefallen, oder? Jo. Interessant. Revolver-Munition. Wir haben nicht mal einen Revolver. War cool. Ja, keine Komponente. Hm. Ja, gibt's ja aber auch nicht. Ich guck nochmal auf die Karte. Sind gerade da. Sollen. Da ist irgendwas Interessantes. Und da gibt's Datenzellen, alles klar. Mhm. Ah. Okay. Verstehe. Alter. Unglaublich, die haben ihn einfach erschossen. Hier ist alles so schnell außer Kontrolle. Oh. Die hat mich gesehen. Ohne Zweifel, die hat mich gesehen. Shit, ey. Shit, 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 shit. In einem vergangenen Leben würde meine Schicht ungefähr jetzt beginnen. Boah, ich bin gerade voll angespannt. Deswegen sage ich auch nicht mehr so viel. Es wird hier, ich denke, bei dem Let's Play wird es mal ein bisschen stiller. Manchmal ist sonst immer so viel. Okay. Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Waffen, Nahrung, wo immer wir das finden können. Mist, ich kann da jetzt nicht langlaufen. Von unten kommt auch einer hoch. Wie viele sind das denn? Fühlst du dich sicher? Ich glaube, mindestens drei sind das. Gott, oh Gott. Der liebe Killerkeks hat mich darauf hingewiesen, dass die Cam zu klein war. Ich glaube, ich habe sie jetzt ein bisschen größer gemacht. Muss jetzt ein bisschen größer sein. Ich hoffe, so ist gut. Hallo? Cool, dass man da so rüber gucken kann. So ein bisschen. Steht doch da. Ach, Verkabelung. Ich gehe jetzt einfach hier dran. Ich bilde mir die ganze Zeit ein. Dass ich es durch die Wände hören kann. Scheiße, 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 renn, 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 renn. Hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, 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 rein. Oh, 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 ja. Gut getroffen. Bin nicht angespannt, ich bin nicht angespannt. Ich wollte doch dir so gerne einen rauchen. Oh! Ich glaube, wir waren da drüben. Oh.
Oh, oh, oh. Das war knapp. Sucht weiter. Sie können nicht weit gekommen sein. Können wir jetzt aufhören? Ich kann keine Anzeichen finden. Danke. Da drüben ist ein Licht. Ah, sehr gut. Ich kann die so weglocken. Jetzt rennt doch da runter. Guck, was da ist, ihr Spacken. Okay, ich habe jetzt die Luftreinigung reingemacht. Hier drüben. Sieht aus, als ob unser Freund mit uns spielt. Verdammt, ich kann nicht so weitermachen. Wir sind nicht allein. Ich hau dich! Alles klar, los geht's. Ich hau jetzt einfach nur ab. Okay. Hat ja relativ gut funktioniert gerade. Ein bisschen Rambo-mäßig, aber ja, ne? Genau. Ich geh da nicht runter, kommt nicht in Frage. Sie hat deinen Hacker. Das hat nicht funktioniert. Wir finden einen anderen Weg nach oben. Wir sind schon zu lange hier. Scheiße. Wieso wollen die nicht hier runter? Ich glaube, ich will ja auch nicht mehr runter. Ich gehe gleich wieder hoch. Ich gehe wieder nach oben. Mir doch egal, was das Spiel mir sagt. Ich gehe gleich wieder nach oben. Nee, mach ich. Ein Schacht, gleich ein Schacht. Cool. Was ist das denn für ein geiler Raum hier? Schon wieder Revolver-Munition. Anbauen können wir jetzt nicht. Wir haben auch keine Leuchtfackel mehr. Da lang. Wir sind hier. Die Suche davon sind wir hin, alles klar. Ich gehe erstmal hier weiter. Ah, ich habe doch die Taschenlampe, ey. Überhaupt nicht dran gedacht. Hallo. Keiner da. Da unten komme ich nicht rein. Ich glaube, da brauche ich immer noch diese Zelle. Sah so aus. Das wäre das auch so ein Zugangscode. Wofür ich den jetzt den Generator brauche. Boah, Stimme ist weg. Ah, nochmal Kartenupdate. Alles klar. Geil. Haben wir natürlich mit. Mit? Was war das? Da vorne, da kommen wir nicht durch. Alles klar. Oder so, da ist irgendwas Interessantes. Keine Ahnung. Speichern. Ja! Speichern, 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 speichern. Ich kann speichern. Ich find's cool. Geil. Ich kann jetzt noch nicht speichern, ne? Verdammt. Wir hätten speichern können. Verdammt, da komm. Was war das? Schlüsselkarte benötigt. Schlüsselkarte, okay. Wir sollen da vorne durch. Da ist. Ist das eine Kiste? Warte mal. Legende. Gerät, Werkzeug, Waffe. Da vorne, die haben wir doch gerade aufgehoben. Sperrt. Von Interesse die Tür. Da hinten ist also von Interesse. Interessant. Ah, ich habe Stockwerk gewechselt. Interessant. Okay, gut, dass ich das auch mal weiß. Das haben wir ja schon aufgehoben. Speichern können wir noch nicht neu. Schlüsselkarte, alles klar.
Das ist ja gut, wenn die hier sofort liegt. Aber ein Revolver ist auch... hat auch schlechte Ding. Eigenschaften. Das heißt nämlich, wir werden ihn auf jeden Fall benötigen. Sicher, sicher. Nee. Ist gerade einer gefolgt? Und ist hier drunter versteckt, das ist cool. Da mich mal hin. Mal hier auf die Tische, ob da irgendwas Interessantes ist. Suche. Schrott. Wie es hier weitergeht, ich nehme schon wieder voll lange auf. Wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge von Alien Isolation. Bis dahin, ciao, ciao. Und da bin ich wieder in Alien Isolation. Da hinten liegt ja einer. Shit. Shit, 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 shit. Blendgranate. Ah, ich kann jetzt eine Blendgranate bauen. Cool. Wollen wir mal gucken. Bauen wir uns gleich mal erst eine. Ja, gleich zwei am besten. Jo, wir bauen uns am besten gleich zwei. Sicher ist. Ja. So, jetzt aber. Können wir auch mal die Sensoren verballern. Ach komm, wir haben ja das Zeug, ne? Alter. Was sind das für komische Geräusche hier? Bindemittel. Bindemittel brauchen wir eine Impfpistole. Gut, für Medikit. Rät uns reicht. Alles klar. Kommen wir bis jetzt noch nicht rein. Gut. Hä? Ist ja blöd. Und Rauchgranate. Cool. Können wir voll viel bauen. Toll, jetzt haben wir keinen Sensor mehr. Aber davon liegt doch was. Revolver-Munition. Auch gut. Wollen wir nicht drüber meckern? Was gibt's hier? Oh Gott. Der Flugschreiber. Alter, ich. Dass er sofort wechselt, Alter. Was? Oh, schreckt mich mal voll. Error. Wusste ich doch. Nein! Ja, dadurch hilft, wenn man drauf hat. Alter Holzhammer-Trick. Okay. Nein! Das nützt nicht. Uff! Kannst du umschmeißen? Friedrich. Ja, mach ich. Unbefugter Zugang registriert. Sicherheitsabregelung eingeleitet. Sicherheitskontrolle was? Ausgeführt. Was? Was ist ein Henker? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, habe ich das gerade benutzt? Jetzt kann ich das hier benutzen. Okay. Irgendwas hinter, oder wie? Hä? Kann die Dinger hier drehen? Datenzelle. Oh, gut. Jetzt kann ich das Ding benutzen. Geil, alles klar. Funktionierender Zugangsgenerator. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und das war's. Jetzt kann ich den nicht mehr bewegen. Irgend so ein Rätsel war das, glaube ich, gerade. Ziemlich einfach ist. Mal schauen, ob das klappt. Was muss ich jetzt machen? Ah, mit der Maus rum. Ah, okay, das sind die Symbole, alles klar. Okay, das ist einfach. Hehe, sag ich jetzt. Okay, jetzt sind wir aber auch bei denen. Die haben uns ja gerade ausgeschlossen. Die Androiden, ich glaube, das waren die Androiden. Die haben die Kontrolle hier über das Schiff, die uns da eingesperrt haben. Aber jetzt sind wir halt frei und jetzt können wir halt zu ihnen kommen. Schön. Schöne Notfallüberbrückung. Ah. Wenn ich da wieder draufklicke, da geht das. Ah. Ich kann die Türen sperren. Das ist natürlich geil. Hallo.
Erstmal speichern. Puh. Hallo. Alter. Was ist das für Geräusche und wohin muss ich jetzt? F11 drücke ich gerade wie in MTA für die Karte. Wir sind wieder nach oben, oder? Jo. Nee, wie soll denn da? Irgendwas ist doch unten. Das kann nicht wahr sein. Ah, ein neues Ziel. Ah, die haben ja alles zugemacht, oder? Ah, ja, okay. Jetzt verstehe ich. Dann erstmal hier die ganzen Türen wieder aufmachen, sag ich. Da hinten können wir nichts machen, die ist einfach nur rot. Gucken wir hier. Hier konnten wir ja das Ding benutzen. Machen wir jetzt auch. Zugangsgenerator. Da. Das und das und das. So. Ja, mach auf. Hallo, ist jemand? Gott. Ich suche. Hä? Ah, da. Ich glaube, hier ist keiner. Deswegen laufe ich ja auch gerade. Sehe ich wenigstens auch was. Wenn es auf den Tischen liegt, das ist leer. Geht ja noch. Dingelt ein bisschen. Auf Terminal zu greifen. Ich glaube, hier können wir den Strom ja auch wieder anschalten. Manchmal geht das ja. Privat an W. Chief Porter. AW Sevastopol Terminals. Chief, die gute Nachricht ist, dass die Aktivierungen des internen Mail-Systems von Sevastopol im Zuge der Stellung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zu Apollo wurde getrennt, aber das einfache Nachrichtensystem, das funktioniert noch. Für die Leute, die noch hier sind, schlechte Nacht. Wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike, Tanka, schaut mich sich die Sache an. Er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben. Und er scheint sich auszukennen. Ich wollte sie nur schon mal warnen. Danko. Sevastopol, eine Vorpassung des Fortschritts von Julia Jones. Ah, sie sind eine Frau. Trostlose Isolation. Die Raumstation, die niemand wollte. Arbeitet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol. Ist nur noch ein rückständiges Nest. Die Bevölkerung liegt bei einem Zehntel der Optimalzahl. Andockrampe stehen leer und die Rollladen der Geschäfte sind allesamt untergelassen. Bestellungen über Sixen kostensparend hergestellte Androiden sind längst Schnee von gestern. Und das antiquierte Apollo-KI-System unterliegt häufig Störungen. Oh nein! Ich hab Angst. Wie könnte es so weit kommen? Und viel wichtiger noch, wohin sind Milliarden von Dollar der Investition verschwunden? Weiter. Ich hau mich selbst gleich weg. Mein Name ist Julia Jones. Cool, da stand oben schon. Für diese Berichte in der Colonial Times habe ich 2 Monate lang auf der Sevastopol gelebt und den Preis entdeckt, den unsere zweitrangigen Firmen für ihre Überexpansion im Wettrennen in die Tiefen des Weltalls bezahlen müssen. Oh, cool. Also wir bekommen hier immer so ein Hintergrundwissen, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Da ist nichts drin. Warte, da war doch noch Zubehör. Jetzt lass mich nochmal dran hier. Was? Was war das denn gerade für ein Bug? Interessant. Jetzt geht's wieder. Cool. Naja, sind halt schon alte Systeme, ne? Da kann ich auch nichts machen. Okay. Da kann ich also nicht die Türen wieder öffnen. Da kann ich die Tür öffnen. Aber bevor ich das mache, gucke ich hier nochmal lang. Seht mal. Ich glaube, wir können jetzt den Fluchtweg öffnen. Falls wir flüchten müssten.
Und das sieht nicht gut aus, wenn wir das wieder entsichern. Kommt doch bestimmt irgendwer, die sehen das doch. Tür ist offen, alles klar. Also, wenn was kommt, ich drücke auf den Knopf, gehe rum und da hinten ist der Lüftungsschacht. Alles klar. So machen wir's. Dann mal los. Was zum Henker? Alter! Hä? Wo ist er jetzt hin? Aber nicht der. Doch, durch die Lüftung schon. Oh nein! Spiel! Wieso bist du so gemein? Geh rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Ich hoffe, hier kann er, kommt er nicht rein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Alter, wir haben das Alien gefunden. Ganz toll. Ich hätte auch darauf verzichten können. Ich glaube, ich sollte vorher noch speichern da oben. Ach, ich glaube, besser ist... Ich riskiere es jetzt und speichere da oben. Was ist das denn gerade schon wieder für ein Grafikbug? Was ist der hell? Hatte ich ja noch nie. Hier bei dem Spiel, eigentlich läuft das super. Ich speichere jetzt einfach mal. Komm, scheiß drauf. Ich speichere jetzt. Also, war jetzt gerade nicht so ein Schreckmoment, aber jetzt weiß ich halt, jetzt geht's los. Jetzt der Spaß zu Ende. Und jetzt müssen wir nach oben. Aber was da oben so los ist, was mit dem Alien ist, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Scheiße. Schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, diese Runde. Und insgesamt Alien Isolation mit Facecam. Schreibt es in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Und ich verabschiede mich aus dieser Folge. Lasst mich doch ruhig allein hier mit dem Alien. Ist okay. Okay. Bis demnächst. Ciao, ciao. Hey. Das ist so scheiße. Ich habe gerade die Aufnahme nicht gestoppt.